Vielen Dank, Herr Präsident. Sehr geehrte Abgeordnete, wir haben schon gehört, der Gesetzentwurf zur Änderung des Thüringer Studentenwerksgesetzes hat zwei Themen. Zum einen die Neuordnung der staatlichen Finanzhilfe an das Studentenwerk und zum anderen die, ich sage es mal so deutlich, Vergewaltigung der deutschen Sprache, denn das Studentenwerk soll in Studierendenwerk umbenannt werden. Ich erläutere Ihnen das auch gleich noch. Beim letzteren Punkt ist es zweifellos offensichtlich, dass es sich um ideologisch motivierten Unsinn handelt. Mich freut, dass sogar Herr Schaft das bemerkt hat. Der erste Punkt, Änderung der staatlichen Finanzhilfe für das Studentenwerk, klingt auf den ersten Blick natürlich neutraler, hat auf den zweiten Blick aber eben auch einen ideologisch motivierten Hintergrund. Momentan bekommt das Thüringer Studentenwerk 5 Millionen Euro jährlich und hat damit eben zwar eine starre Festlegung, aber auch Planungssicherheit. Und die rot-rot-grüne Landesregierung will eben nicht nur diesen Betrag erhöhen, sondern sie möchte eben das Ganze von Ziel- und Leistungsvereinbarungen abhängig machen. In meiner Rede zu der Großen Anfrage von der CDU vor einigen Plenarsitzungen bin ich ja schon auf diese sogenannten Ziel- und Leistungsvereinbarungen eingegangen. Der Name Ziel- und Leistungsvereinbarung, der verschleiert nämlich gerade, dass es eben in keiner Weise um Leistung geht, sondern um leistungsferne Vorgaben. Vorgaben zum Beispiel wie Frauenquoten, wie der Ausländeranteil an Studenten, die Abhängigkeit der Forschung von Drittmitteln, wenn der Staat Thüringen eben nicht genügend Grundmittel für die Unis zur Verfügung stellen möchte, und den reinen Indikator, wie schnell jemand studiert und nicht wie gut jemand studiert. Und gerade eben an so etwas wie Frauenquoten sieht man, dass diese leistungsfernen angeblichen Ziel- und Leistungsvereinbarungen ideologisch motiviert sind. Und wenn die Thüringer Landesregierung solche Ziel- und Leistungsvereinbarungen nun auch für das Studentenwerk einführen möchte, dann ist eben davon auszugehen, dass die Zielrichtung ebenso wenig leistungsorientiert und ebenso ideologisch sein wird wie bei den Hochschulen. Und deswegen lehnen wir natürlich diese Reform ab. Herr Hoppe, Sie sagen natürlich, Sie wollen an sich die Mittel erhöhen. Das nehme ich Ihnen jetzt erstmal so ab. Es wäre auch grundsätzlich begrüßenswert, aber man sieht an den Hochschulen, die kriegen ihre ganzen Mittel ja eben auch nur, wenn sie diese Ziel- und Leistungsvereinbarung erfüllen. Und daran sieht man eben, dass es ihnen eben nicht nur um die Erhöhung geht, sondern um die ideologische Beeinflussung. Wir sagen, auch das Studentenwerk braucht Verlässlichkeit und auch das Studentenwerk braucht die Unabhängigkeit von der ideologisch motivierten Einflussnahme einer Landesregierung. Dann möchte ich noch ganz gerne näher auf die Umbenennung des Thüringer Studentenwerks in Studierendenwerk eingehen. Eingangs habe ich unter großem Beifall gesagt, dass es sich um eine Vergewaltigung der Sprache handelt. Das Studentenwerk selbst sagt zu der Änderung, dass ihre Mitarbeiter das, ich zitiere, eher skeptisch sehen und dass die sprachliche Korrektheit zweifelhaft sei. Die Sprecherin des Thüringer Studentenwerkes, Elke Voss, wird noch deutlicher. Sie sagt, das Wort Studierende sei eine furchtbare Verbiegung der deutschen Sprache. Und sie erklärt richtigerweise dazu, ich zitiere mit ihrer Erlaubnis, das Wort Studierende zeigt an, dass Personen in einem Moment studieren. Abends sind Studenten aber Biertrinkende, Lernende oder Tanzende. Und für diejenigen, für die das nicht eingängig ist, dass es sich bei Studierenden um ein Partizip Präsens handelt, möchte ich den deutschen Schriftsteller Max Gold zitieren, der das Ganze durch eine Zuspitzung noch deutlicher gemacht hat. Er sagt, wie lächerlich der Begriff Studierende ist, wird deutlich, wenn man ihn mit einem Partizip Präsens verbindet. Man kann nicht sagen, in der Kneipe sitzen biertrinkende Studierende. Oder nach einem Massaker an einer Universität, die Bevölkerung beweint die sterbenden Studierenden. Niemand kann gleichzeitig sterben und studieren. Zitat Ende. Mit anderen Worten, die Landesregierung will ihre Ideologie nicht nur gegen den Willen der Betroffenen, sondern auch gegen die deutsche Grammatik durchsetzen. Und ich muss sagen, mit Verwunderung nehme ich das zur Kenntnis, was die CDU hier sagt. Herr Bühl regt sich auf, Herr Gruner sagt, kümmert euch um wichtige Sachen und nicht um so einen Quatsch. Grundsätzlich stimme ich da ja überein, aber ich sage auch, die CDU ist ja der Wegbereiter für sowas. Beispielsweise hat die CDU ein CDU-Ministerium 2007 eine Broschüre herausgegeben, Gleichstellung von A bis Z. Da steht zu geschlechtergerechten Sprache unter anderem drin, die geschlechtergerechte Sprache ist ein Beitrag zum Prozess der Gleichstellung, in dem die Gesellschaft sensibel auf die Bedürfnisse von Mann und Frau eingeht und dies auch in Wort und Schrift ausdrückt.
Und Herr Minister C., ebenfalls von der CDU, sagt in seinem Grußwort in dieser Broschüre, Gender Mainstreaming wird immer mehr zu einer anerkannten Strategie zur Schaffung von Chancengleichheit von Frauen und Männern. Und da muss ich Ihnen doch die Frage stellen, wenn Sie diesen Quatsch selber verzapft haben, warum Sie jetzt sich noch aufregen. Sie sind der Wegbereiter für so einen Unsinn. Ich würde mir jedenfalls wünschen, dass es Nachhilfe in deutscher Grammatik eben nicht nur für Schüler gäbe, sondern auch Nachhilfe für Minister, damit sie wenigstens die Grundlagen der deutschen Sprache nachträglich erlernen können. Umso schlimmer, wenn die Bildungslücke der Minister und offenbar auch des Ministerpräsidenten, der da nicht steuernd eingreift, den Staat mindestens 100.000 Euro kostet. Denn 100.000 Euro, das soll der ganze Spaß ja laut der Landesregierung zumindest kosten. 5.000 Euro für die Änderung der Beschriftung der Berufswäsche, 70.000 Euro für die Änderung der Beschilderung, 15.000 Euro für die Änderung des Internetauftritts. Und da muss ich sagen, das wäre ja eigentlich auch mal eine Schlagzeile. Die Thüringer Landesregierung gibt 15.000 Euro aus, um grammatikalische Fehler in die Internetseite des Studentenwerks einzubauen. Super. Weiterhin werden 1.000 Euro ausgegeben für die Änderung der Visitenkarten, 2.500 Euro für die Änderung der Stempel und 6.000 Euro für die Änderung der Kfz-Beschriftung. Und wenn die Bürger hören, dass die Landesregierung 100.000 Euro ausgibt, um eine grammatisch falsche Sprache auf allen Kanälen zu installieren, dann weiß doch jeder Bürger, warum die AfD-Fraktion erst kürzlich einen Gesetzesentwurf zur Strafbarkeit von Steuergeldverschwendung ins Plenum eingebracht hat. Und ich glaube, ehrlich gesagt, dass jeder von Ihnen in der Landesregierung, von den Abgeordneten aus der rot-rot-grünen Koalition froh ist in diesem Moment, dass Sie diesen Gesetzesentwurf mit Ihrer Mehrheit noch ablehnen konnten. Denn die Umbenennung des Studentenwerks ist nichts anderes als hemmungslose Steuergeldverschwendung. Einen weiteren Haken hat das Gesetz, der klang hier auch schon mal an. Das Studentenwerk, das diese Umbenennung ja gar nicht will, muss die Umbenennung aus seinen eigenen Mitteln bezahlen. Und das heißt doch automatisch, dass das Geld an anderen Stellen, für die das Geld eben eigentlich gebraucht wird, fehlt. Zum Beispiel bei der Verpflegung in den Mensen oder bei der Kinderbetreuung, die das Studentenwerk eben für die Studenten zur Verfügung stellt, für die Kinder der Studenten. Meine Damen und Herren, 100.000 Euro sind viel Geld. Und ich kann Ihnen nur nahelegen, dass Sie 100.000 Euro statt in grammatikalischen Unsinn vielleicht lieber in die Kinderbetreuung des Studentenwerkes investieren. Abschließend möchte ich Ihnen auch noch nahelegen, auch an die Folgekosten des Gesetzes zu denken. Denn selbstverständlich kann eine bürgerliche Partei, wenn sie dann in Regierungsverantwortung kommt, nicht überall in Thüringen grammatikalisch falsche Schilder stehen lassen. Und wenn wir Sie, wovon ich ausgehe, nicht von Ihrem Vorhaben abbringen können, dann möchte ich Sie doch wenigstens bitten, dass Sie die alten Schilder einlagern, denn die werden bald wieder gebraucht. Dankeschön. Vielen Dank, Frau Musik.